Das hat eine Weile gedauert. Das streichen Sie bitte. Eine andere Frage war schon so schwierig. Dann spreche ich nicht laut genug. Das hängt mir heute noch an. Ja, ich versuche mal mit zwei Beispielen. Dankeschön. Versuchen wir uns mal so geistig zurückzubeamen in die Zeit, als Sie dort angefangen haben, als Sie frisch motiviert ausgereist sind mit Tatendrang. Wie war das, als Sie ankamen? Welche Situation haben Sie vorgefunden? Können Sie sich daran noch erinnern? Holen Sie uns mal mit auf die Reise. Ich habe eine hervorragende Einführung von meinem Vorgänger bekommen, habe dann aber lange im Büro gesessen und wusste eigentlich nicht so ganz genau, was ich tun sollte. Es hat mich sehr lange Zeit gekostet, um herauszufinden, wo werde ich eigentlich gebraucht. Also da hatte man in jedem Vorhaben mindestens 3 Durchführungspartner, unterschiedliche, von denen dann teilweise die noch gar nicht wussten, dass sie eigentlich mitspielen sollten. Also, und dann ist erstmal eine Kontaktaufnahme, dass man erstmal alle trifft und schaut, was die sich vorstellen und wo sie stehen. Ein bisschen Status aufnehmen, aber auch persönlich. Warum? Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es sich da um Mitarbeiter und Entscheidungsträger handelt, die hochkompetent sind und natürlich mit einem sehr, sehr großen Selbstbewusstsein. Und jegliche besserwisserische Empfehlung dort, die wäre total fehl am Platz gewesen. Oder schon allein so Hinweise auf Best-Practice-Fälle in Nachbarländern. Schon das war nicht willkommen. Es wäre besser gewesen, ich hätte mich in mein Haus auf die Terrasse gesetzt und erst noch mal überlegt, wie kannst du deine Mitarbeiter von der Landwirtschaftsamt einbinden, dass sie selbst aktiv werden. Stärker wirklich mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Interna so gut kennen, wie wir das als Außenstehende niemals kennen werden. Ich habe immer so Ausschau gehalten, so im Management. Wer ist dynamisch, wer passt da dazu? Mhm. Und wenn ich die entdeckt habe und eine menschliche Beziehung hergestellt habe, dann habe ich mich natürlich an die gekrallt und so. Und ja. Als eine Person kann man nicht viel machen. Man muss wirklich mobilisieren. Und man muss die guten Kräfte erkennen. Wie ist es Ihnen gelungen, mit diesen Menschen Kooperationsbeziehungen aufzubauen? Wie haben Sie Vertrauen gewinnen können? Was ja mehr ist als nur eine reine Fachexpertise, die Sie mitgebracht haben als frisch promovierter Mensch. Wie haben Sie das menschlich hinbekommen? Ich bin Mensch. Okay. TZ ist eine Zusammenarbeit von Menschen. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Sie müssen den anderen so nehmen, wie er ist? Also besonders in Ländern wie Brasilien oder auch Indien, würde ich sagen, gehen das Gesamte im Understatement. Mhm. Also sehe dich nicht als den großen Mann, sondern sehe dich als jemand, der helfen will und für ganz bestimmte Probleme zu lösen und für diese Hilfe Möglichkeiten hat, auch das richtige Know-how heranzuführen. Das heißt also zunächst einmal, trete auf als Vermittler. Warum sollten Menschen
in der Entwicklungsarbeit tätig werden. Was macht dieses Berufsfeld so attraktiv und vielleicht auch so besonders? Meine persönliche Erfahrung ist einfach die, dass es kaum ein Berufsfeld gibt, in dem man so kreativ und wirksam gesellschaftliche Entwicklungsprozesse mitgestalten kann. Also ich bin der Meinung, man kann durch die Arbeit in der DZ eine bestimmte Zufriedenheit von seiner Arbeit haben und diese Zufriedenheit auch durch die Arbeit gewinnen. So viel Freiheiten, wie ich hatte und wahrscheinlich wie die heutigen Mitarbeiter auch noch haben, gibt es selten. In Tansania habe ich ein ganz neues Projekt begonnen, die Rehabilitierung der Kokospalmenindustrie. Jeder hat gesagt, was versteht ein deutscher Landwirt von Kokospalmen? Als ich weggegangen bin, 1984, hat die erste Kokosnuss geblüht und gefruchtet. Und da habe ich ein Bild mit meinem Counterpart Faris und meinem Sohn. Das hat mich stolz gemacht. Also der Leiter dieses Industrieparks hat mir 5 Jahre danach, also 2015 geschrieben, in einem Dankesbrief, dass er all die Arbeit, die ich reingesteckt habe, jetzt verwirklicht hat und ich soll da mal hinkommen, um den Industriepark zu sehen. Das war ein kleines Beispiel, das aber auch nach der Arbeit sehr viel Freude macht. Es war ein erfülltes Leben. Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein Leben haben durfte.